Gegenstandsnummer SCP-2776. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-276 ist auf unbestimmte Zeit an den Docks von Standort zu verankern, wobei der Zugang nur für Personal mit einer Freigabe der Stufe 3 oder höher möglich ist. In Anbetracht seiner einzigartigen Eigenschaften sind keine Gegenstände, die aus einer früheren oder möglicherweise späteren Ära als der unseren stammen, auf SCP-276 mitzunehmen, da sonst wertvolle Materialien verloren gehen könnten. Nachdem SCP-276 aufgrund von Eindämmungsproblemen funktionsunfähig gemacht wurde, sind regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen. Beschreibung: SCP-276 hat eine variable Form, Größe und Masse, aber scheint immer ein nautisches Fahrzeug der Marke und des Modells zu sein, das für die jeweilige Ära, in der es existiert, relevant ist. Derzeit hat es die Form eines großen Segelschoners mit einer Länge von 93,93 Metern und einem Gewicht von 1360 metrischen Tonnen. Unter normalen Bedingungen funktioniert SCP-276 wie ein normales Segelschiff, das unter normalen Bedingungen 16,2 Knoten erreichen kann, unabhängig von seiner aktuellen Erscheinungsform. Auf der Brücke von SCP-276, in der Nähe des Steuerrads des Schiffs, befindet sich ein Schieberegler mit den Bezeichnungen Vorwärts, Zurück, Wieder, Zurück darauf. Die Verwendung einer dieser Funktionen aktiviert die Fähigkeit von SCP-276, durch die Zeit zu reisen und dabei alle Personen, die sich gerade auf dem Schiff befinden, mitzunehmen. Diese Fähigkeit ist nur durch die Voraussetzung begrenzt, dass die betreffende Epoche eine Form von Schiff besitzt. Versuche, vor der Entstehung menschlichen Lebens zu reisen, sind gescheitert, ebenso wie Reisen in die ferne Zukunft. Der Schieberegler bezieht sich auf das aktuelle Zeitalter, außer Wieder Zurück, das SCP-276 wieder in die moderne Zeit zurückbringt. Es ist nicht bekannt, ob die Verwendung von SCP-276 die Geschichte aufgrund der rückwirkenden Natur der Zeit grundlegend verändern kann. Jegliche Änderungen wären bereits geschehen. Und die aktuelle Forschung zu SCP-276 bezieht sich darauf, sicherzustellen, dass eine mögliche Manipulation der Zeitlinie nicht stattfindet. Bemerkenswert ist die anti-anachronistische Natur von SCP-276. Abgesehen von der Tendenz, die Form an die jeweilige Epoche anzupassen, in der es sich befindet, verändern sich auch alle nichtmenschlichen Objekte auf SCP-276, um zeitgemäß zu werden. Eine Taschenlampe, die in die frühen 1700er Jahre zurückversetzt wird, verwandelt sich in eine primitivere Form der Beleuchtung, wie zum Beispiel eine Gaslampe. Organisches Leben ist davon nicht betroffen, mit Ausnahme von Lebewesen, die entweder noch nicht existieren oder aufgehört haben zu existieren. In beiden Fällen wird das Tier zu einer anderen Art aus dem nächsten taxonomischen Rang, den es teilt. Tote Personen, die in die Neuzeit gebracht werden, sind ähnlich betroffen und werden zu einer völlig anderen Person. Genealogische Tests zeigen, dass die Personen Daten gelöscht sind. Anmerkung: SCP-276 ist nicht, ich wiederhole, nicht als ein Unterhaltungsgerät zu verwenden, insbesondere wenn es mit der Erkundung von SCP-276 temporalen Qualitäten zu tun hat. Der Zugang wird bis auf Weiteres temporär auf Personal der Stufe 4 beschränkt. Dr. Anhang: Die neu gebildete Mobile Task Force RO 5, Stitch in Time, zu Deutsch Naht der Zeit, ist SCP-276 zugewiesen und erhält volle Sicherheitsfreigabe für den Gebrauch. Stand nach Berücksichtigung der Fähigkeit von SCP-276, Anachronismen und Fehler in der Zeit zu reparieren, sind alle Missionen, die zeitliche Manipulation beinhalten, von RO 5 zu leiten. Persönliche Auswertung. Warum möchte ich jetzt Dr. Who gucken? Und damit hallo ihr Verrückten und herzlich willkommen zur Auswertung von SCP-276, einem Zeitreiseschiff. Jedoch muss ich gleich sagen, ich bin super ernüchtert und nicht so gehypt wie am Anfang, als ich dachte so, wow, Zeitreisen. Denn diese SCP-Akte ist sehr, sehr, sehr enttäuschend. Zum einen ist es eine sehr kurze SCP-Akte, in der es keine Logs, keine Testprotokolle und keine Tales gibt.
Und diese SCP-Akte stammt aus dem Jahr 2008. Es gab also genug Zeit, innerhalb der letzten Jahre die Akte zu ergänzen, auszubauen und. Natürlich, die meisten Autoren fühlen sich dafür nicht verantwortlich, aber der Autor selbst hätte ja ein bisschen was ergänzen können, vor allem, weil auch Kritik auch im Wiki darüber kam, dass diese Akte unvollständig wirkt. Also, worum handelt es sich? Es geht um ein Schiff, das, je nachdem, wie welche Zeit wir haben, das Schiff optisch eben so aussieht, als würde es in unsere Zeit passen und halt ein gewöhnliches Schiff ist, Boot, ja. Und mit diesem Schiff kann man durch die Zeit reisen. Jedenfalls in die Vergangenheit, in die Zukunft des Individuums jeweils nicht. Dazu komme ich gleich noch. Allerdings wird gleich am Anfang gesagt, dass es kaputt ist, dass man es nicht mehr benutzen kann und dass, okay, das heißt, für die Zukunft gibt es keine weiteren Reisen, aber die Foundation besitzt das Schiff ja nicht erst seitdem es kaputt ist, sondern schon davor. Und da muss ich sagen, da bin ich echt enttäuscht, dass es kein einziges Protokoll gibt. Und nun kommen wir zu den sehr seltsamen Dingen, die mit diesem Schiff passierten, als es noch funktionierte. Also, wenn man in die Vergangenheit reist, in eine Zeit, in der man selbst nicht existiert hat, wird man eine Person, die in dieser Zeit existiert haben könnte oder existiert hat, und zwar mit der man selbst verwandt ist. Warum diese Stelle so rausgestrichen ist, dass man trotzdem noch den Kontext weiß und den Inhalt, aber trotzdem es nicht genannt wird, erschließt sich mir nicht. Aber wie gesagt, es wurde sehr, sehr, sehr früh geschrieben und dementsprechend kann es einfach sein, dass es der Zeitgeist damals war, dass man so offensichtliche Dinge rauszensiert. Aber ja, genealogische Untersuchungen ergaben und das heißt ja schon, man guckt in der Verwandtschaft nach. Ja, also man wird quasi ein Vorfahre oder jemand, der mit dem man verwandt sein könnte. Darum erklärt sich auch, warum man nicht in die Zukunft reisen kann, weil man dann sein eigener Nachfahre werden würde. Was ergibt sich daraus? Man wird eine neue Person, wenn man in die Vergangenheit reist, in der man selbst nicht existierte. Und dementsprechend, wenn man irgendetwas beeinflusst oder verändert, ist es ja dann schon in der unseren Gegenwart passiert. Das heißt, man könnte es maximal zur Verifikation von Ereignissen benutzen und nicht, um irgendwas zu verändern. Denn wenn man es verändert, ist es für uns bereits verändert. Leider gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Wirklich, ich wünschte, wir hätten Logs gehabt. Irgendeine Geschichte, irgendein Ereignis, irgendwas mit der Foundation. Denn das ist es auch, woher haben wir das Schiff? Wurde früher damit vielleicht Schabernack getrieben oder Piraterie oder irgendetwas? Von wem stammt es? Wie wurde es gefunden? Wir wissen es nicht. Und das ist alles so ein bisschen offen gelassen. Das finde ich sehr schade, muss ich sagen.